Willkommen bei OpenSUSE Screencast. In diesem Video geht es um einen kleinen Test der WeTap-Oberfläche. Viel Spaß! Dann drücken wir jetzt einfach mal den Einschaltknopf hier hinten für 2 Sekunden. Und es läuft. Wir werden jetzt erstmal kurz das Gerät an sich testen, damit wir eine Referenz haben für spätere Teste mit dem Plasma Active. Kommen wir hier zur Einrichtung. Welche mal Deutsch. Neues Konto anlegen. Da steht hier, dein WeTap begleitet dich nun durch den Tag. Hier. Und können wir es jetzt mal angucken. Und dann können wir jetzt hier sehen, wie wir es bedienen. Also, erst einmal steht hier WLAN einrichten, dann Benutzerregistrierung, dann die Installation. So, dann gehen wir Hilfe auf Start, hier, und sehen dann hier WLAN, ob es erkannt wurde oder nicht. Ja, dann ist es hier bekannt. Dann müssen wir hier den WLAN-Schlüssel eingeben. So, ich habe jetzt das WLAN eingerichtet. Hier. Dann bestätigt man hiermit weiter. Und dann kommt hier die Nutzervereinbarung. Man muss die Bedienung etwas raus haben. Ich schiebe das mal so etwas raus. Zwar einfach über den Text nach oben streichen. Hier das Lesen. Ja, wie wir hier sehen, sind die Programme, die hier verwendet werden, Open Source. Sehr GPL, LGPL. Ja. Dann können wir eigentlich schon weitergehen. Hier auch weiter. Dann müssen wir das hier akzeptieren. Drücken hier drauf. Weiter. Und dann sehen wir hier müssen wir Benutzer registrieren. Gehen wir auf Anrede. Wählen Herr aus. Oder Frau, je nachdem. Das ist dann hier Geburtstag, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Ja. So, ich habe jetzt hier die Benutzerregistrierung abgeschlossen und jetzt wird hier das WeTap installiert. Dann warten wir jetzt mal kurz, dass das hier fertig installiert wird. Also, wie gesagt, es spricht hier mit einem und sagt einem, wo was ist. Zum Beispiel, dass hier die Anschlüsse sind, ja, SIM-Karte einlegen und so weiter. Ja. Dann sage ich mal, warten wir, dass hier fertig geladen wird. Hier steht auch die LED-Leuchte. Hier oben, kann man nicht ganz genau sehen, ich zeige es mal etwas genauer. Da, die hier, die zeigt, wie der Ladestand ist. Und dann steht hier, wie man die Pinwand benutzt. Eine weitere Funktion anscheinend ähnlich am Smartphone, kommt es mir jetzt gerade etwas vor. Ja, lasse ich mich mal überraschen, ne? Dann haben wir jetzt hier das WeTap fertig installiert, oder? Und warten ein bisschen.
So, dann wird jetzt hier die Pinnwand geladen. Wie gesagt, wir werden jetzt nur kurz uns hier mit dem WeTab beschäftigen, mit dem WeTab Boss. Und dann werde ich Plasma Active testen. Ja. So, jetzt hat es auch die Widgets installiert. Und wir können uns das einfach mal angucken. Dann hätten wir zum Beispiel hier die Wetterinfo. Können wir jetzt Postleitzahl über Ort eingeben. Suchen. Ja, dann sieht man hier einen Link zu einer Wetterseite. Ja, dann hätten wir hier zum Beispiel den WeTab Market. Hier muss man erst die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Und dann kann man hier jetzt die Kategorie auswählen, zum Beispiel Unterhaltung und Multimedia. Dann wählen wir zum Beispiel mal den SVTube Widget aus. Und es ist schon installiert. Also sieht man, wo kommt man hier zurück? Da. Hier steht installiert. Deswegen gehen wir zurück zur Kategorie. Was wir installieren können, sind zum Beispiel hier Fernsehen auf dem WeTab. Gehen wir auf Installieren. Steht hier, dass installiert wird. Und dann können wir auch schon, wenn wir das gehört haben, gehen wir einfach auf Schließen. Dann können wir hier in der Seite hier die verschiedenen Desktops, glaube ich, mal auswählen. Ja, gucken wir mal. Zum Beispiel standardmäßig ist Tagesschau hier. Ja, gibt es hier noch den Adobe Market, Dateibrowser, Wikipedia, Kalender. Anpassen. So, dann könnte man nämlich die hier verschieben. Zum Beispiel Musikplayer. Hat man hier den Musikplayer halt. Anscheinend kann man sie so verschieben. Ja, im Moment habe ich ja keine Musik drauf. Also ist es auch schwer, da was zu finden. Wenn wir was schon gut ist, ist OpenOffice installiert. Können wir mal ausprobieren. Text. Und wir haben hier ganz normales OpenOffice, wo wir hier schreiben können, wie wir wollen. Eine Taste gedrückt halten und dann mehrere zu bekommen. Scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht ganz gut so. Ja. Ich glaube, man könnte dann hier
kann man die geöffneten Fenster sehen. Handbuch hatten wir hier auch noch. Sieht man halt hier nochmal die Informationen, zum Beispiel die Anschlüsse und SD-Karten und SIM-Karten-Slot. Halt die LED-Leuchte zum Ladestand. Kann man hier den Knopf zum Ausschalten. Informationen. Ja, hier oben beendet man da wieder. Ja, wir haben jetzt gerade ja eigentlich hier mal geguckt. Oh, ist das sogar Spiel schon vorinstalliert? Solitär. Das weiß ich jetzt vermutlich nicht. Das kann ich. Pyramid hier. Oh, das war schlecht. Naja, auf jeden Fall, es funktioniert. Bin ich schon ganz froh drüber. E-Books habe ich hier eine Anwendung. Kalender, Adressbuch, alles Mögliche. Jetzt haben wir die installierte, sobald eine Anwendung fertig installiert ist, finden wir die dann hier. Draufdrücken. Ja, dann sehen wir hier, die VB bleibt nicht verfügbar. Man sieht, wurde schon ein Update gefunden und es wird jetzt auch installiert. Das werden wir mal. Gehen wir nochmal in den Market, gucken nochmal, was so angeboten wird am Programm. Zum Beispiel Wissen. Weiß nicht gerade viel zu finden. Ja, da finden wir hier erstmal eine Menge an normalen Programmen, die wir auch unter Linux haben, zum Beispiel Kadaimon, das kenne ich. Schiffe versenken. Ah, da wieder auf anpassen. So, da, so löscht man das dann. Ja. Ah, die Kamera natürlich. Das ist die Kamera. Können wir ein Foto aufnehmen. Und wir haben ein Foto. Können wir entschließen. Ja. Das können wir uns nochmal kurz angucken. Also insgesamt komme ich jetzt erstmal zum Schluss. Wie ihr sehen, läuft eigentlich prima. Ich will jetzt das neu installierte mal ausprobieren. Wir auch mal Einzelspieler. Ja. Schiffe platzieren. So, ja, das scheint logisch zu sein. Ja, dann denke ich, das war's erstmal.
läuft alles. Haben wir einen Vergleich, um es mit dem Plasma Active zu testen. Gucken wir uns mal an. Ja, dann nochmal schnell bei den Einstellungen gucken hier. Kann man hier die Helligkeit reduzieren. GPS aktivieren. Bluetooth. Ja, es geht wahrscheinlich mit Einstellungen öffnen. Haben wir nämlich hier. Ich das nochmal kurz zeigen. Bluetooth oder allgemeines kann man hier HDMI, Drucker, realisieren. Ja, kann man hier einiges einstellen. Es sollte auch nur ein kleiner Test von der Oberfläche sein und ich denke, das war's. Ich schalte es jetzt mal ab, mal auf, ausschalten. Ja, bis zum nächsten WeTap-Video oder allgemein nächsten Video, denke ich mal, nächste Woche vielleicht, OpenSUSE Screencast.